Oh, okay. Haben wir Zeit. So. So, passt. Treppe. Wir bauen eine Treppe! Yay! So. Schaut irgendwie ein bisschen kacke aus. Hm. Aber wir kommen jetzt hoch. Nein, kommen wir nicht. Na super. So. Frische Luft. Hm. Mir gefällt mir das noch nicht ganz. Ich glaube, ich bin... Oder? Hm. Naja, sehen wir ja dann. Okay, haben wir nicht mehr. Was ist das denn für ein Riesenbaum hier? Meine Güte. Ui. Scheiße. Oh, sorry. Ich wollte nicht mehr fluchen. Jetzt ist mir gerade rausgerutscht. Verdammt. So. So, mitten ins Beet reingesegelt. Wunderbar. So, Tür zu machen. Machen wir es nochmal. Nehmen wir Spaß. Das sind diese Riesenbäume, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, klar bringen die viel Holz, aber... Nur zum Abbauen sind sie trotzdem. Müde, merke ich gerade. Aber ich wollte unbedingt noch ein bisschen aufnehmen. Das heißt aufnehmen, das auch, aber ich wollte nicht so spielen. Ich wollte mal wieder ein bisschen zocken. Da dachte ich mir, hey komm, zockst du hier, dann tust du wenigstens was für die Allgemeinheit. Auch wenn wahrscheinlich mittlerweile alle eingeschlafen sind. Aber damit kann ich leben. Schlaf, Kindchen, schlaf. Oh, da fällt mir gerade ein ganz böser Witz ein. Papa von Karl-Heinz steht bei ihm im Zimmer und singt ihm ein Schlafliedchen. Nach einer halben Stunde Karl-Heinz, Papa, magst du bitte draußen weiter singen? Ich würde gerne schlafen. Ach, diese ganz alten Witze. Das ganze Fritzchen-Witze, da habe ich mir die auch zu Genüge gehört. Das ist auch so. Ich glaube, jetzt habe ich ja so gut wie alles abgewischt. Ne, da ist noch was. Da ist auch noch was. Da ist auch noch was. Da ist noch was. Ich erwischt. Das kann sie verstecken, aber nicht mit mir. Nicht mit Papa Schlumpf. Oh, ist was anderes. Ist so der andere Baum. Und dann holen wir den nicht mit weg. So, wenn wir eh schon dabei sind. So. Ach ja. Vielleicht sollten wir auch mal wieder unsere Schlucht besuchen, um da ein paar Mineralien hinauszuholen. Das Tier nicht zu erschrecken. Freue mich jetzt schon drauf. Ich weiß, meine Freude klingt dermaßen übermotiviert, dass die Leute, ja. So, na gut, wenigstens haben wir jetzt mal genug zum Bauen. So. Irgendwie würde es mich ja schon reizen, das hier mit diesem klar geschlagenen Holz zu machen. Wir können ja mal eine Seite machen und dann können wir mal gucken, wie es aussieht. Hm. Sieht nämlich scheiße aus. Außer, ich muss gerade überlegen. Nee, sieht scheiße aus. Das sieht aus, als hätte der die Frisur. Oh, wo sind denn da die Augen? Hm. Das ist ein Pony. Das ist das Haus ein Pony. Ja, wunderbar. So. Weil irgendwie ich... Also, ich müsste das halt dann hochbauen. Also... Hier weg. Und dann hier weg. Und dann sozusagen hier. Und dann wieder hier. Und dann hier.
Sieht's aus, als hätte es einen schiefen Irokesen. Obwohl, wenn man da jetzt Steintreppen als Dach nimmt, die dann so nach hinten führen, dann könnte ich mir aber vorstellen, dass es gar nicht mal so schlecht aussieht. Trotzdem komisch aus. Was sagt ihr denn dazu? Wie findet ihr das? Also ich finde das gerade irgendwie ein bisschen strange. Was ist erst das Grundgerüst? Außer ich mache das noch mal eins kleiner. Mal ausprobieren. Ich durch die Tür komme. So, Tür zu. Muss ich dann nochmal hochklettern. Dass ich das dann sozusagen wegmache und dann hier halt einfach alles noch mal eins kleiner mache. Sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Sieht aus, als hätten die Ägypter versucht, das Holz der Pyramide auf mein Haus zu bauen. Wenn ich da jetzt eine Treppe raufbaue, also quasi, hoppla. Muss ich doch noch mal rein. Ja, super. Genau da wollte ich die Treppe hin haben. Genau da. Da war die Treppe. Hui. So. Dann hier noch mal so rüber. Okay, so sieht es jetzt natürlich scheiße aus. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel noch so zwei rausziehe und vielleicht... Das ist natürlich blöd, dass man in der Mitte da keine Treppe setzen kann. Dass man das kann man jetzt natürlich nur entweder auf dem einen oder auf dem anderen Block. Außer... Ich brauche noch ein paar Treppen. Brauche ich echt noch ein paar Treppen, um das auszuprobieren. Was blinkt denn jetzt mein... Sucht der gerade SOS zu blinken oder was treibt der? Meine Boxen. Da blinkt gerade eine. Wie so eine Verrückte. Ich glaube, der hat einen Herzfehler. Ja, super. Okay. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass die 16 ausreichen, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, wo laufe ich denn jetzt hin? Natürlich, immer erst mal aus dem Haus raus. So kürze ich das. Komme ich da jetzt auch? Ja, klar, komme ich da wieder hoch. Dann müsste man das ja quasi hier so zwei weitermachen. Ja, danke. Ja, fall runter, hast recht. Danke. So. So. Und so. Und so. Und da gehen mir die Treppen aus. Ich bin Hellseher. Uha. So. Dann hier. Und ich habe mir gedacht, vielleicht dann hier quasi. Obwohl, stimmt. Die Treppen bewegen. Aua, ich glaube, sie hat vielleicht echt mal was essen. Ich stürze mal ab. Bisschen zu übermütig. Oh mein Gott, ich habe Brot gebacken. In einer Workbench. Ich bin MacGyver. Nennt mich MacGyver, Leute. Ich wollte Treppen bauen.
So. Probieren wir es nochmal. Ja, wunderbar, ein Creeper. Sonst keine Hobbys. Achso, ja, Brot platzieren. Gute Idee. So, und dann hier noch, damit es hier abgerundet ist. Also ich finde, das sieht eigentlich gar nicht. Das sieht eher, na gut, sieht aus, als würde ich mir da oben Sprungbrett hinbauen wollen. Heute ist es echt tricky mit dem Haus. Mama mia. Mama mia, here we go again, Mama. Ja, ich lasse es ja schon. Oder ich gehe noch eins runter, aber das sieht dann natürlich dann auch komisch aus. Oh, ja, das runter meinte ich nicht. Ich meinte das mit der... Hallo? Das meinte ich mit. So, hier so, da eins runter, aber... Schaut euch mal an, wie schön der Sternenhimmel ist. Den schön. Mir gefällt er. So, weiter im Programm. Das ist dann so rüberziehen würde, dann wäre das gerade. Und hier mit der Ecke, da müsste man halt, also heute habe ich es mit Wasser, müsste man das ja, so rüberziehen. Ich glaube, da schlafe ich einfach jetzt mal eine Nacht drüber, weil es ist jetzt eh schon recht spät. Ich muss noch duschen. Und also ich schlafe jetzt mal eine Nacht drüber und grübel mal ein bisschen. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen und wollt sie mit einbringen. Oder sagt mir doch einfach mal, wie ihr das findet. Und ich gucke mir das an. Ist gerade noch am Überlegen. Ja genau, und ich gucke mir das an und schauen wir mal, vielleicht können wir ja zusammen etwas aus dem kleinen Häuschen bauen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht und ja, wir hören uns wieder. Eure Black Sands. Bis dann, ciao!